Heute testen wir zusammen wieder die krassesten TikTok-Lifehacks zur neuen Fortnite-Season. Da sind Sachen dabei, die lassen euch wirklich das Spiel deinstallieren oder euch sogar bannen. Wenn du mich kostenlos supporten willst, dann benutze gerne meinen Creator-Code WANNABE im Itemshop. Freunde, bald ist es soweit, die EM startet einfach. Und wenn du noch ein Maskottchen brauchst, dann kann ich dir den neuen Mini-WANNABE nur empfehlen. Er ist nicht nur enorm treffsicher, sondern kommt natürlich auch in den Farben Schwarz, Rot und Gold daher. Er ist allerdings nur in limitierter Fassung verfügbar. Das heißt, beeil dich, sonst wird er weg sein. Okay, Leute, erster TikTok-Lifehack. Hier steht etwas von fliegendem Auto. Ich bin gespannt drauf. Oh mein Gott. Als ob das funktioniert. Wir müssen zu Beachhead. Let's go. Erster TikTok-Lifehack. Ich bin sehr gespannt drauf, ob das Ganze wirklich funktioniert. Wir haben die perfekte Route einfach. Ich bin so gespannt drauf. Wenn das Ganze funktioniert, haben wir hier Hidden Harry Potter Crossover. Irgendwie so. Das fliegende Auto. Das Gute ist, für diesen Trick brauchen wir auch relativ wenig. Wir brauchen eigentlich nur ein Auto. Wir müssen da runterfahren. So, ich gehe runter. Da ist der Boss. Der wird wahrscheinlich nichts machen. Ich leih mir mal dein Auto aus. Ist jetzt ein bisschen anderes Auto, aber hoffentlich funktioniert es trotzdem. Und jetzt wollen wir nur noch hier runterfahren. Wird es funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Was ist das denn? Also es funktioniert nicht ganz so wie im TikTok-Video, aber es klappt. Ich kann fliegen. Ich fliege einfach in Fortnite. Hä, wieso geht das nicht genauso? Was mache ich falsch? Ich pralle irgendwie ab. Das ist eine unsichtbare Mauer oder sowas. Ich muss nur mal ganz genau gucken, wo der lang fährt. Ich glaube, der war ziemlich nah hier dran. Kann das sein? Hä, das muss doch besser gehen. A few moments later. Vielleicht brauche ich ein anderes Auto dafür. Das kann das Problem sein. Nächster Test. Nächstes Auto. Ja, das ist es einfach, das ist es einfach. Ich bin ein fliegender Lamborghini. Oh, oh, ich mache leicht einen Unfall. Okay. Wie cool ist das denn, bitte? Oh, ich bin U-Boot geworden. Nein, mein Lambo. Es bringt halt überhaupt nichts, du hast keinen Vorteil dadurch. Aber es ist lustig, super lustig. Letzter Versuch. Wird WANNABE fliegen können? Ja oder nein? So cool, ne? Es ist so cool. Wenn du dann kein Gas gibst, du bist komplett in der Luft einfach. Wie hoch geht denn das bitte? Okay, man fällt irgendwann runter. Und dann geht's zurück auf die Karte. Aber wie geil. Wie geil ist das denn? TikTok Lifehack funktioniert auf jeden Fall. Kriegt von mir auch 10 von 10 Punkte auf jeden Fall. Sehr, sehr stark. Okay, jetzt bin ich richtig gespannt drauf. Nitro Barrel Rotation. Man muss anscheinend diese Kanister hier nehmen. Guck mal, fliegt gigaweit weg. Was ist das denn bitte? Hä? Man muss es aktivieren, dann irgendwie dagegen laufen und dann fliegt man einfach gigaweit weg. Was ist das denn bitte? Tschüss, okay, wie weit fliegt der bitte? Das müssen wir unbedingt ausprobieren. Was ist das denn Geiles? Ich bin ja bald nur noch in der Luft. Für den nächsten Lifehack brauchen wir einen Nitro-Kanister. Oh, da schießt irgendeiner auf mich. Warum machst du das jetzt, hä? Okay, der will, glaube ich, sterben, habe ich so das Gefühl. Ah ja, ich habe einen Trick 17 gleich. Wirst schon sehen, was du davon hast. Oh mein Gott. Gott, oder auch nicht. Okay, erst mit dem Nitro-Kanister muss ein bisschen warten. Das läuft gerade nicht so gut bei mir. Okay, Nitro-Kanister gefunden. Jetzt müssen wir den aktivieren und dann ganz schnell dagegen sprinten. Mal gucken, ob wir das Ganze hinkriegen. Okay, es hat schon mal gar nicht funktioniert. Es soll auch ein bisschen tricky sein. Funktioniert das? Ich brauche dringend eine Waffe. So, ich muss die Leertaste dabei drücken. Okay, mein Fehler. Man muss nämlich irgendwie diese Kletteranimation dabei ausführen. Ist der coolste hier, kann das sein? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Da vorne ist wieder so ein Teil. Also ich muss irgendwie die Leertaste dabei noch ausführen. Ich mache mal das besser mit Nitro. Was will der von mir? Yeah. Digga, klau doch nicht mein Auto. Was passiert hier? Ey, da hast du einmal keinen Speicher mehr und die drehen komplett durch. Raus hier. Ey, der spinnt ja wohl. Mach hier Experimente. Geil, dass die alle hier sind. Oh Gott. Hör doch einfach auf. Wir brauchen nur ein paar Kanister. Also es ist nicht ganz so einfach anscheinend. Okay, das war irgendwie knapp. Wir haben hier auf jeden Fall irgendwas geschafft.
Oh mein Gott, ich hab's doch geklappt. Das funktioniert. Ich kann's jetzt, glaube ich. Okay, ich nehme alles zurück. Ich glaube, das sind 10 von 10. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Es hat so lange gedauert. Ihr müsst die Sprinten-Taste und die Leertaste, also die Springen-Taste gleichzeitig drücken. Nachdem ihr dagegen geboxt habt, dann funktioniert es wirklich. Wie geil ist das denn bitte? Nächster TikTok-Lifehack. So bekommen wir angeblich ein unsterbliches Auto und das noch ohne Medaillon. Ich bin gespannt drauf. Für diesen bekommt ihr das unbesiegbare Gottauto in Season 3. Und so geht's. Alles, was ihr dafür braucht, ist der Battlebus. Wenn ihr die Runde startet, haltet auf der Map nach dem bewegenden Medaillon von Megalodon Ausschau. Der Boss fährt immer im Konvoi mit dem Battlebus über die Map. Droppt am besten direkt auf den Bus und eliminiert eine Wache am Geschütz mit der Spitzhacke. So. Nutzt dann den Granatwerfer, um die andere Wache auf dem Bus zu eliminieren und schieße anschließend auf das Fahrzeug vom Boss, bis der Shieldbreak ist. Jetzt sollte der Fahrer des Battlebus aussteigen und du kannst damit durchziehen. Wenn du den Battlebus erfolgreich vom Boss abgezogen hast, solltest du dich schnellstmöglich in Richtung Nitro Dome begeben. Um genau zu sein, auf die Südseite des BY. Am Nitro Dome angekommen, begebt ihr euch in Richtung Bossauto, welches in der Zelle ist, in die ihr eigentlich nur kommt, wenn ihr das Medaillon habt. Ihr müsst nun genau wie ich in diesem Winkel mit dem Bus die Wand anfahren, um so eine Wand des Käfigs zu zerstören und ans Bossauto zu kommen. Das Auto ist nun unbesiegbar und kann nicht mehr zerstört werden, egal ob es Schüsse, Spitzhackenschläge oder Explosionen sind. Holt euch das Medaillon von der Ringmeisterin, damit niemand die Zelle öffnet, denn dann würde der Gottmode enden. Und das war's schon. Probiert den Gottmode aus, bevor Epic ihn fixt, und markiert ein Teammate, mit dem ihr den Glitch unbedingt mal ausprobieren müsst. Okay, erstens, ich weiß gar nicht, ob ich alles davon zeigen darf, weil das wirklich ein sehr, sehr hardcore, heftiger Trick ist. Das zweite ist, kommt auf so etwas. Egal, wir probieren das Ganze mal in einer Privatlobby aus, nicht in der richtigen Lobby, weil das sehr, sehr heftig ist. Und mal gucken, ob es da funktioniert. Okay, nächster Lifehack. Wir brauchen auf jeden Fall den Bus dafür. Ich bin sehr gespannt, ob das noch funktioniert. Das wäre ja richtig game-breaking. Der Bus müsste auch jede Runde eigentlich hier langfahren. Es gibt so eine Route, die werde ich mal ganz kurz einblenden, wo die drei verschiedenen Busse langfahren. Meine eigenen Tipps und Tricks funktionieren einfach nicht. Let's go, wir haben den Bus gefunden. 100 Jahre später. Schalten wir den mal ganz schnell aus. Oh, oh. Busfahrer, bleib stehen. Selbst der Busfahrer legt mich jetzt schon rein. Die Zeiten sind wirklich hart geworden. Will wieder drauf. Ihr seid ja jetzt gar kein Problem. Gucken, ob gleich der Busfahrer wirklich aussteigen wird. Weg vom Fenster. Steig aus, Kumpel. Vielen Dank. Du bist der letzte Überlebende. So sieht der Busfahrer aus. Okay, der Bus ist vorhanden. Jetzt ist Showtime, Baby. Okay, dann lass mal schauen. Wir sind im Nitrodrom drin. Wir müssen jetzt, glaube ich, gleich einmal ganz genau drehen. Wird das Ganze wirklich funktionieren? Ja oder nein? Bus vorfahren. Der muss jetzt genau hier gegenballern. Das ist kaputt. Reicht das? Kann ich da rein? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also aus rechtlichen Gründen, Leute, ich will keinen Creator-Code und so verlieren. Darf ich euch nicht zeigen, wie das Ganze funktioniert. Aber ihr seht ja selber, es funktioniert aktuell noch. Wie geisteskrank ist das denn bitte? Die haben doch eine Sache gerade live behoben. Und zwar ist dieses Auto nicht mehr unbesiegbar. Ich werde das mal ganz kurz einblenden. Fortnite hat eben was rausgehauen. Ja, das Ding ist nicht mehr unbesiegbar, aber man kann es immer noch bekommen. Ich mach das mal weg. Der Boss hier ist nicht besiegt. Ich habe trotzdem sein Auto einfach. Macht das Ganze auf gar keinen Fall in Real Matches nach. Das hier ist eine Private Lobby. Ihr könnt dafür wirklich gebannt werden. Das ist ja geisteskrank. Junge, was? Okay, das ist crazy. Das ist wirklich richtig crazy. Also auch dieser extreme Lifehack funktioniert einfach. Nächster TikTok-Lifehack. Und zwar geht es jetzt um Rotation in diesem Clip hier. Oh mein Gott, der ist 300 Meter weit geflogen. Okay, das ist krass. Er zeigt jetzt auch nochmal, nur durchspringen macht gar keinen Sinn. Und zwar müsst ihr einfach nur Flowberry Wrist benutzen, dann durch das Portal durchspringen und boom, let's go. Ihr könnt sogar auftitschen, das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Deswegen weiß ich das überhaupt. Und dann kommt ihr noch weiter. Aber ich werde euch das Ganze einfach mal im Spiel zeigen, weil ich finde das so geil. Das Krasse ist, den Trick habe ich euch schon mal gezeigt. Und zwar bei den Mythen. Aber ich zeige es gerne nochmal, weil es einfach so geil ist. Ihr braucht nur Flowberry Wrist und so ein Nitro-Portal. Und auf geht's einfach. Ihr könnt so weit springen,
und dann einfach noch weiter hopsen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie viele 100 Meter jeweils fliegt, aber ich könnte mir vorstellen, ich glaube, das waren so um die 300, 400 vielleicht. Ja, vielleicht auch nur 260, aber ich bin sicher, ihr könnt das besser machen als ich. Also probiert das auf jeden Fall aus. Das ist, glaube ich, der Trick in dieser Season. Also der legalste auf jeden Fall. Komm, einmal jumpen wir noch. Ich markiere das hier mal. Wir gucken, wie weit ich komme. Blowberry Wrist. Jump. And run. Einmal. Oh mein Gott. Zweimal. Oh mein Gott. Ich schaff's doch selber auch. Guckt euch das mal bitte an. Das waren 367 Meter. Boom. Falls ihr das Ganze weiter schafft als ich, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein, wie viele Meter ihr geschafft habt. Ich bin sehr gespannt drauf. Okay, wie bekommt man unendlich viel Metall anscheinend? Man braucht ein Auto, geht anscheinend zu einer Tankstelle, weil das Ganze wird da geheilt. Oh mein Gott. Und dadurch bekommt man einfach unendlich viel Metall, weil das Ding immer repariert wird und du es weiter abbauen kannst. Das ist ja unbedingt ausprobiert. Okay, der nächste Lifehack soll uns dabei helfen, sehr, sehr schnell Metall zu bekommen. Also direkt voll zu machen. Wir müssen nur das Auto auf diese Reparaturstelle hier stellen und dann einfach spitzhacken. Oh Gott, das funktioniert, glaube ich. Oh Gott, es funktioniert. Ich glaube, das wird ein bisschen Zeit dauern. Aber das wird safe funktionieren. Wir gucken mal, wie schnell das Ganze ist. Ich stoppe jetzt die Zeit bei 10 und mal gucken, wo das Ganze aufhört. Ich bin sehr gespannt drauf. Oh mein Gott, wir haben es fast geschafft. Hat einfach so lange gedauert. Holy moly. Das waren, glaube ich, 2 Minuten und 20 Sekunden oder so. Vielleicht 2,5 Minuten. Also es ist ein Lifehack, aber ich glaube nicht, dass das irgendwann irgendjemand mal nachmachen wird. Das ist ja geisteskrank. 2,5 Minuten auf ein Auto schlagen. Aber Lifehack hat funktioniert. Nächster TikTok-Lifehack. Mal gucken, was hier abgeht. Was soll man damit einfach Autos verdoppeln können? So, der geht jetzt dahin. Rammt das Auto einfach und es ist wirklich verdoppelt. Hä? Muss man nur dagegen hauen oder was? Das werden wir jetzt testen. Okay, ich bin mal echt gespannt darauf, ob das Ganze funktioniert. Wir gucken nochmal auf die Karte drauf. Das Ganze müsste hier vorne sein, direkt neben Underworld. Wäre schon witzig, wenn es klappen würde. Ich bin irgendwie ein bisschen außerhalb gelandet. Gucken, ob das Auto da steht. Ja, da ist es einfach. Und jetzt müssen wir nur noch dagegen spitzhacken. Und dann müsste es sich verdoppeln. Wir testen es in 3, 2, 1. Es funktioniert einfach. Wie cool ist das denn bitte? Ich habe sogar eine andere Farbe bekommen. Einmal Lambo. Zweimal Lambo. Also das ist definitiv praktisch. Wenn ihr ganz schnell 2 Lambos braucht. Also TikTok-Lifehack funktioniert. Boah, jetzt bin ich gespannt. Ninja hat angeblich auch eine neue Strategie. Mal gucken, was das für eine Overpowered-Rotationsstrategie ist. Er nimmt Flowberry Riz, dann die Handschuhe. Oh mein Gott. Was hat der bitte? Ein heftiges Movement. Oha. Er sagt sogar, weil er das in Kombination benutzt hat, könnte er sogar nochmal 1 bis 2 Mal das Ganze einsetzen, bevor er auf den Boden kommt. Das ist ja wohl geisteskrank, oder nicht? Ey, das müssen wir unbedingt testen. Okay, Ninja, da bin ich mal richtig drauf gespannt, ob das Ganze jetzt funktionieren wird. Ich hab mir gedacht, wir klatschen direkt den Boss einfach weg. Der hat die besten Handschuhe. Was haben wir direkt? Oh Gott. Ob das clever war? Oder nicht? Wahrscheinlich war es dumm. Meine Pistole ist leer. Ich muss mal ganz kurz nach oben. Was ist denn hier keiner, hä? Hat einen übelst geilen Dropspot. Oh mein Gott, der ist doch nicht schon hinter mir. Der Typ ist voll der Freak. Wo bist du? Hey, du Freak. Oh, kommst du nicht raus? Oh, hier kommen relativ viele gerade. Hilfe. Oh, hier sind schon Handschuhe, aber egal. Wir nehmen jetzt auch das Beste, was wir kriegen können. Was sprichst du für eine Sprache, du komischer Freak? Oh mein Gott. Er lebt immer noch. Bruder Jakob ist noch am Leben. Ich check nicht, dass sie so gut treffen einfach. Ich hasse das einfach. Egal, der ist tot. Ich will auch nur die Handschuhe haben. Und noch ein bisschen Flowberry Wrist, wenn ihr habt. Als hätten die das geplant, dass das dabei ist. Okay, ich hab, was wir brauchen. Hat auch gar nicht so lange gedauert. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Mats, würde ich sagen. Dann bauen wir noch ein bisschen hoch. Und dann können wir umso weiter springen. Oder ich mach's halt vom Schiff oben. Das ist viel besser. Ich mach's vom Schiff oben.
Können wir hier direkt abhauen und testen, wie geil das Ganze ist. Ist ja auch relativ easy auszuführen. Können wir das hiermit eigentlich noch kopieren? Warte mal, vielleicht können wir das damit sogar noch kombinieren einfach. Ich setze gleich sogar noch die Schockwellengranaten ein. Dann wird es ja wahrscheinlich gigamäßig abgehen. Okay, wartet ab. Wir sind jetzt hier oben drauf. Ich mache ein bisschen Floatberry Risk gerade klar. Und hier irgendwo einer. Dann setzen wir das hier ein. Und jetzt nur noch fliegen. Ich kann ja auch erstmal ein bisschen rumschweben. Oh mein Gott, das funktioniert wirklich. Wäre ich jetzt nicht so schnell gewesen, hätten wir noch einen Schub gehabt, bevor ich aufgekommen wäre. Ey, das ist ja gigakrass. Man muss halt nur lernen, dass du ein bisschen abwartest. Ein bisschen überschnell. Wir machen es gleich nochmal. Ich weiß noch nicht genau, ob die Schockwellengranate überhaupt was gebracht hat. Aber diese Kombination aus Blowberry Riss und diesen Handschuhen hier ist schon sehr geil. Okay, das sollte reichen. Bauen wir einfach ein bisschen hoch. Hoffentlich schießt keiner runter. Auch wenn irgendwie keiner in der Nähe ist. Schockwellengranate. Wir schweben erstmal ein bisschen. Erster. Chillen. Zweiter. Wir chillen immer noch. Dritter. Vierter. Oh, wir laden so wieder auf. Ich könnte noch ein bisschen nach oben. Oh, das ist schon geil. Sehr geile Strategie von Ninja. Funktioniert auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist so eine 7 von 10. Aber durchaus wirkungsvoll. Bei Floatberry Riss und diese Handschuhe hat man sowieso einfach dabei. Warum nicht direkt kombinieren? Freunde, das waren die TikTok Lifehacks für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop zu benutzen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.